Weil so viel ausgefallen ist in den letzten Tagen. Findet hier die ausgefallene Abfahrt von Crans-Montana statt. Was am letzten Wochenende auch in zwei Anläufen nicht geklappt hat, wird heute hier stattfinden. La Tuile ist in Italien im Aostatal, liegt auf 1500 Metern Höhe, sozusagen auf der Rückseite vom Mont Blanc. Und der für viele bekanntere Ort hier in der Nähe ist Courmayeur. Auch für unsere ARD-Expertin Maria Höfel-Riesch ist das hier Neuland im wahrsten Sinne des Wortes. Nie trainiert, nie ein Weltcuprennen gefahren, oder? Nein, noch nie hier gewesen. Und wie ist das für die weltbesten Abfahrerinnen, mal so einen ganz neuen Ort zu erleben? Ja, einen neuen Ort zu erleben ist immer spannend. Die Orte wiederholen sich ja normalerweise von Saison zu Saison größtenteils. Und da mal jetzt was Neues zu sehen, ist sicher nicht schlecht für jeden. Und Italien sowieso mit besonderem Flair, oder? Genau, lecker Essen, nette kleine Hotels. Wirklich, ja, toll hier. Schauen wir mal gemeinsam auf den Gesamtweltcup-Stand. Da sehen wir ganz oben thront Lindsay Vonn, 1060 Punkte vor Lara Gut. Und Viktoria Rebensburg hat sich da rangepirscht auf Rang 3 im Gesamtweltcup mit 820 Punkten. Sind die drei auch die großen Favoritinnen für heute? Ja, wenn man sich die Ergebnisse der letzten Wochen anschaut, dann mit Sicherheit. Die Trainingsläufe haben ein bisschen was anderes vorausgesagt, aber das sollte man nicht zu sehr überbewerten. Es gibt öfter mal, dass Leute im Training voran sind, die dann im Rennen eben nicht mehr zulegen können. Und die drei Mädels, die können sicher noch zulegen. Das sind richtige Wettkampftypen. Und umgekehrt, bei dir war das auch oft so, dass du im Training eher so auch mal um die 20 gefahren bist und dann im Rennen ganz vorne warst. Ja, nicht mit Absicht. Das ist einfach so, wenn man dann im Rennen nochmal die Zähne auspackt sozusagen, da kann man einfach noch mal zulegen und Gott sei Dank ist das bei mir auch ab und zu mal aufgegangen. Und das wünschen wir uns auch für unseren Kommentator, dass er die Zähne auspackt. Bernd Schmelzer, bitte. Die Abfahrt der Damen von La Tuile, eine Premiere im alpinen Skiweltcup. Sehr aggressiv, nicht ganz leicht, sehr technisch. Gewinnt Lindsay Vonn hier dieses Rennen und den Abfahrtsweltcup? Da muss man taktisch fahren. Wie ergeht es Lara Gut? Es ist keine Autobahn, es hat schon Sachen in sich. Eine Premiere auf der Piste Trefranco Bertot, die Abfahrt der Damen von La Tuile. Jetzt live am ersten. So, die Zähne sind tatsächlich aus und damit auch eingepackt, liebe Zuschauer. Es ist eine ganz gute Stimmung hier. Wir sind bei der Startnummer 2. Das ist Ragnhild Mowinckel, die Norwegerin auf dieser völlig neuen, für die Damen völlig neuen Strecke im Aostatal. Traumhafte Bedingungen. Das hier ist die Sonnenseite des Mont Blanc. Das funktioniert sehr gut für Mowinckel, die sich gesteigert hat. Im Vergleich zum Training, Stefanie Venier, die Österreicherin, hatte die Nummer 1, ist deutlich langsamer gewesen als Mowinckel. Und das sind schon so Zeiten, zumindest die von Mowinckel, die so ansatzweise zumindest mal an die Trainingsbestzeiten der vergangenen Tage hier herankommen. Margot Bayet, erste Französin. Ausfahrt aus dem ersten sehr steilen Starthang. Das Tempo ist nicht allzu hoch, das sehen Sie. Durchschnittsgeschwindigkeit deutlich unter 100 km/h hier auf dieser Strecke. Die Bedingungen haben sich ein bisschen verändert im Vergleich zu den vergangenen Tagen. Es hatte ja zunächst einmal ganz stark geschneit hier. Das ist ja das Ersatzrennen von Crans-Montana, das man hier kurzfristig ins Programm mit hineingenommen hat. Da war sehr, sehr viel Arbeit nötig, die Strecke zu präparieren. Etwas weich gewesen an der einen oder anderen Stelle, aber mittlerweile ist das sehr schön kompakt alles. Schon im unteren, relativ kurvigen Teil hat es viele Diskussionen gegeben, auch von Seiten der Athletinnen, die gesagt haben, na, das hätte man doch vielleicht auch ein bisschen flotter setzen können. Für uns Bayet ist keine, die zu dem absoluten Favoritenkreis zu zählen ist, am Zielsprung schon und mit der dritten Zeit im Ziel. Das sind andere,
Elisabeth Görgel hier stark gefahren im Training. Dann natürlich Cornelia Hütter, Lara Gut, Viktoria Rebensburg. Das ist die Topgruppe dann von 16 bis 22. Tina Weirath, da sehen Sie, und Lindsay Won, die heute den Abfahrtsweltcup ja schon vorzeitig beim drittletzten Rennen der Saison zu ihren Gunsten entscheiden. Elena Cortoni. Schon ein bisschen heller da oben. Das Licht und damit die etwas diffuse Bodensicht an den vergangenen Tagen. Das war hier ein Riesenthema. Und schauen Sie oben, Cortoni bei sehr guten Bedingungen, bei teilweise strahlendem Sonnenschein, kann sie diese ganzen Wellen, diese Boden und Maiten besser sehen, wollte ich gerade sagen. Da verschneidet sie fast die Italienerin beim Heimweltcup. Kam damit unglaublich viel Tempo hin. Fehler unmittelbar vor der Zwischenzeit. Immer noch schnell. Ich würde es ihr wünschen, dass sie so schnell ist. Trotzdem habe ich angesichts des Fehlers, den sie da gemacht hat, schon fast massive Zweifel. Aber trotzdem, sie wird immer schneller. Cortoni über 2 Sekunden in diesem Moment vom Mohrwinkel. Das ist ja eine Wahnsinnsfahrt von ihr. Wahnsinn! 2:38 schneller, da ist sie einmal fast gestanden zwischendurch und sie kann es überhaupt nicht glauben. Hollala, wird sie sich gesagt haben, was ist denn da passiert? Um Haaresbreite, liebe Zuschauer, hier, schauen Sie sich das an, hier, die verschneidet einmal, zweimal und dann rettet sie sich gerade noch so über den Innenski. Eine wilde Fahrt von Cortoni und eine fantastische Bestzeit. Also da ist sie deutlich schneller als die Zeiten vom Training gestern zum Beispiel. Und Cortoni in dieser Saison in der Abfahrt noch nicht unter den besten 10. Das ist die US-Amerikanerin Wilds. Probleme da gehabt. Bei der Einfahrt in den Steilhang. Einfach muss man gut erwischen, das ganze Tempo mit rausnehmen da in diese Passage jetzt hinein, die etwas flacher ist. Gleitstück. Sehr viel drin, sehr viele leichte Scherstellung, langgezogene Kurven, technisch anspruchsvoll, eine ganz andere Charakteristik als die Abfahrten, die wir in dieser Saison bislang gesehen haben. Bei den Damen hier die Strecke in La Tuile. Große Herausforderung, es ist gar nicht so leicht, diese langen, teilweise extrem langen Ski, die da gefahren werden, um die Kurven zu bekommen. Gerade noch gerettet, Wilds. Ja, das war so ein kleines Problem, was wir da auch gesehen haben. Sie ist völlig erschöpft und im Zielraum unten, da rattert es ganz schön. Den hat man ganz am Schluss präpariert. Völlig entkräftet. Die B-Kader-Fahrerin aus dem US-Amerika. Schauen Sie, hier kommen so ein paar Schläge. Das ist genau das, was ich gesagt hatte vorhin. Unmittelbar vor dieser roten Linie. Zielraum hat man gestern schon im Training gesehen, dass die Läuferinnen, die da unten ziemlich platt angekommen sind, Probleme hatten beim Abbremsen. Also in dem Moment, als sie dachte, sie hat es eigentlich hinter sich, wird noch mal richtig hässlich. Und
bisschen vorsichtig von Siebenhofer. Aus der Steiermark, der Österreicherin. Dritte von Lake Louise zu Saisonbeginn, aber das ist natürlich eine andere Abfahrt gewesen. Das ist eine Autobahn, da geht es mehr oder weniger nur gerade. Verliert weiter Ramona Siebenhofer. Sehr wechselhaft von ihren Leistungen in diesem Winter. Wie gesagt, Top 3 Ergebnis hat sie überhaupt nicht mehr bestätigen können. Dann dreimal ausgeschieden. Und Cortoni, sie ist in. Ja, da schlägt, das rattert. Das ist hier ein ganz hübscher Ritt, den die Damen zu absolvieren haben. Francesca Marsaglia. Klar, die haben hier trainieren können, die Italienerinnen. Die haben den Heimvorteil hier versucht natürlich auszunutzen. In den vergangenen Wochen hat man immer wieder mal gehört, dass sie da waren, das Gelände sich angeschaut haben. Aber ist ja okay. Weiter ausgeholt als Cortoni. Versuchen hoch dran zu bleiben hier. Nächste langgezogene Rechtskurve. Da schlägt beim Schwungansatz. Auch nicht im entferntesten an der Topgeschwindigkeit von Cortoni dran. Lichtschatten, sicherlich auch ein Thema. Ausgehoben da unten am Zielsprung. Also es ist alles, wie gesagt, ein bisschen anders als in den vergangenen Tagen. Das Tempo erscheint mir doch deutlich höher zu sein. Die Schneebeschaffenheit hat sich etwas geändert. Nicht ganz leicht. Das ist für alle Neuland hier. 20 Jahre lang kein Skiweltcup im Austertal gegeben. Und dementsprechend kommt auch sie zum ersten Mal hierher, Edith Miklós. Form ist ansteigend. Der extrem nach innen gelehnt. Ausgerutscht. Vorsicht bei der Ausfahrt, hatte ich vorhin schon mal gesagt. Außenski schlägt, jetzt kommen die nächsten Schläge. Da zwei, dreimal sehr unruhig, also macht das trotzdem gut. Hat er genau bei Cortoni offensichtlich zugeschaut. Viel Platz zwischen der ersten Cortoni und der zweiten Wilds. 1,6 Sekunden. Hält sich sehr brav, Edith Miklós. Bemüht sauber zu fahren, eine gute, eine ordentliche Linie. Schien nicht zu lange zu stark auf die Kanten zu setzen. Das ist taktisch einwandfrei gewesen, was sie da gezeigt hat. Ja.
letzter Kraft da unten über diese 3-4 Schläge im Zielraum nochmal. Schonersatz, schauen Sie, aus dem G schlägt, der Druckverteilung stimmt da nicht hundertprozentig, aber sie löst es sehr gut, ist eine technisch wirklich extrem versierte Fahrerin, die Edith Miklosch, genau wie natürlich Jelena Fankini. Kommen die Schwestern hintereinander. 9 Elena, 10 Nadja Fankini. Man hatte bei der Elena im Training das Gefühl, das seien es ihr deutlich zu viele Kurven. Hat sich nie so richtig anfreunden können mit dem Gelände. Das hat bei der Nadja schon ganz anders ausgesehen. Das hat sie gut gefahren. Ein bisschen weiteren Weg dafür in Kauf genommen, um nicht direkt in die Schläge hineinzukommen. Ausfahrt gut, gleiten kann sie, das weiß man. Geschwindigkeit passt, ja, da kommt sie gleich ran, das ist klar. Dann kommen aber diese langgezogenen Kurven und dann sind wieder 5 Zehntel weg. Genau das, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, dass, wenn es ums Geradeausfahren geht, ist Fankini eine Meisterin ihres Faches. Aber in diesen teilweise extrem langgezogenen Kurven, da hat sie einfach ihre Probleme. Und deswegen sind es am Ende 1,5 Sekunden Rückstand. Das ist der 3. Rang für sie, Kurtoni, Miklosch und Elena Fankini. Ich schätze persönlich die Schwester stärker ein. Eine sehr, sehr gute Riesenslalomfahrerin ist Nadja Fankini. Da haben wir sie. So einen kleinen Abfahrtsdurchhänger gehabt in dieser Saison, nachdem sie am Anfang mal fast schon auf dem Podest stand. Das sind schon gewaltige Schläge, die sie da aushalten muss. Häufig ja mit Knieschmerzen, großen Knieproblemen unterwegs. Nadja Fankini. Ganz eng. Die Schwester hatte einen deutlich weiteren Weg gefahren. Hat mir sehr gut gefallen. Nicht zu viel versprochen. Mir vorstellen, dass in dieser Passage wieder ein paar Sekundenbruchteile verlieren wird. Nein, straft mich da Lügen. Gut für sie. Das waren die Abschnitte, in der sie im Training in diesem Gleitstück da auch teilweise 2-3 Zehntelsekunden hat liegen lassen. Nadja Fankini, gelingt ihr heute besser. Ist auch von den Resultaten her im Vergleich zu Elena Cortoni die deutlich stärkere Abfahrerin in diesem Winter. Weiter Satz nochmal von Fankini. Und das ist eine tolle Bestzeit. Das ist eine tolle Bestzeit. Jetzt haben wir 2 Italienerinnen vorne beim Heimweltcup in La Tuile. Das Duell der Schwestern hat sie deutlichst zu ihren Gunsten entschieden. 2,34 Sekunden schneller gewesen als die Elena, die Nadja. Souverän gesteigert. Also auch in diesen 1-2 Passagen, in denen sie im Training doch etwas zurückgefallen war. Jetzt ist Stacy Cook dran. Nächste US-Amerikanerin. Oben schnell. Das war so zu erwarten. Da hat sie den Schwungansatz ein bisschen verpasst. Muss sehr lange den Schwung versuchen zuzumachen. Kam damit sehr viel Tempo hin.
Das ist die Quittung. Ein Rennen zum Vergessen für Stacy Cook. Die zählte ja schon, wenn wir ganz ehrlich sind und so ein bisschen auf diese zwei Trainingsfahrten geschaut haben, zum erweiterten Favoritenkreis. Also die können wir löschen von der Liste. Eine andere natürlich haben wir ganz oben noch dabei. Lara Gutz von Andreas Treu befragt zur Piste. Es ist schön, es wird immer aggressiver. Also ich weiß nicht, ob es wegen dem Wetter ist oder so, aber ja, die Piste ist, ja, es geht auch immer besser. Aber ja, ziemlich aggressiv, muss ich sagen. Genauso wie sie es mag. Lara Gut. Dauert noch ein bisschen, hat er die Startnummer 18. Da kommen noch ein paar zuvor, unter anderem Kajsa Kling, die Schwedin. Auch eine gute Kurvenfahrerin übrigens. Gar nicht so schlecht gelöst. Bisschen angerutscht, kämpft da um die Linie, aber macht das ordentlich. Halbe Sekunde ist okay. Drei Italienerinnen unter den ersten vier momentan. Nur Edith Miklosch stört da so ein bisschen das lokale Gesamtbild hier. Vorbeigefahren. War ganz schwer zu sehen hier. Kajsa Kling am Tor vorbeigefahren in einer Passage, in der das eigentlich hätte nicht passieren dürfen. Das war man natürlich nicht hoffen, dass das Viktoria Rebensburg passiert. Aber die freut sich genauso auf das Rennen wie viele andere. Ist die Sicht hier ein wichtiges Kriterium? Ja, schon. Also gestern hat man es gemerkt, im Training war nicht so gute Sicht. Und da hat sie, glaube ich, leider Großteil schwer getan, weil doch so leichte Wellen immer drin sind in der Piste und die man halt nicht wirklich sehen kann. Und dadurch hoffe ich, dass es noch ein bisschen aufmacht. Viel Erfolg. Danke. Danke dir. Ja, Sicht ist gut. Sicht ist gut. Perfekte äußere Bedingungen hier. Es ist ein strahlender Sonnentag. Wunderschön. Gefällt uns sehr, sehr gut hier, muss ich sagen, in dieser Region im Austertal. Lauren Ross. Cook hat ein bisschen ausgelassen. Cook ist trotzdem noch schneller als Wilds. 5 und 6, die beiden US-Amerikanerinnen. Ross, so ein bisschen die große Unbekannte. Trotzdem sagen die Trainer, die kommt wieder. Die ist in einer konstanten Saison unterwegs. Nicht ganz top, aber die Formkurve geht nach oben. Zuletzt Fünfte gewesen. Letzte Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen. Alles in Position gefahren, das war nicht schlecht. Ja. Auch hier, also riskiert viel. Relativ weit von uns aus gesehen, nach links da abgetragen worden. Trotzdem sehr engagiert, da haben die optischen Eindrücke nicht getäuscht. Lauren Ross auf Rang 2. Nadia Fanchini
Ross und Elena Cortoni, die sich jetzt schon so langsam aber sicher da ein bisschen vom Acker macht da unten, weil sie weiß, da kommen ja noch ganz, ganz starke Fahrerinnen. Aber die Fahrt von Nadia Fanchini, so schnell war hier überhaupt noch keine an den vergangenen beiden Tagen. Elisabeth Görgler hat sich sehr, sehr gut präsentiert im Training. Auch die sollte man auf der Rechnung haben. Auch wenn es in diesem Winter vielleicht noch nicht ganz so gelaufen ist, wie sie sich das erhofft hätte. 4x13. Das ist natürlich fürchterlich für eine mit ihren Ansprüchen. Tief könnte genau ihr Ding hier sein, haben die Trainer gemeint. Muss man Mut haben, da muss man sich trauen, da muss man Kurven fahren können, gleiten, springen. Also das ist eigentlich, wie ihr auf den Leib geschneidert. Im Training sah es auch so aus, im Rennen riskiert sie, versucht sie manchmal einfach zu viel. Ganz, ganz tief. Ja. Zehntelsekunde noch ausgefahren, mehr nicht, aber das ist für eine Spitzenplatzierung vom Rückstand her schon zu groß. Etwas andere Linie versucht als die meisten Läuferinnen zuvor. Immerhin ist es noch der vierte Platz geworden, aber trotzdem. Sie weiß, dass sie hier hätte mehr zeigen können. Das war eine Passage, die sie nicht gut erwischt hat. Schwungansatz muss man gut besichtigen. Total verschlafen hier, komplett in der Luft verdreht. Das nächste Tor ist beim Schwungansatz nicht zu sehen. Also da muss man genau wissen, wo man langfährt. Und das hat Elisabeth Görgel, sagen wir mal, nicht ganz ideal, um es mal vorsichtig zu umschreiben, gemacht. Corinne Sutter. Die Dame ist gestürzt. Gott sei Dank nichts passiert, leichte Gehirnerschütterung. Hätte in Grand-Montana überhaupt nicht fahren können. Da war sie nicht dabei. Rennen hat dann nicht stattgefunden, also von daher alles richtig gemacht. Jetzt ist sie wieder zurück. Sag mal, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist eine Platzierung unter den besten 6 drin, wenn sie da unten nicht mehr allzu viel verliert. Nur die ersten 5 innerhalb von 2 Sekunden. Ja, genau. Corinne Sutter, das ist okay. Da haben wir die Fabienne oben am Start. Heißt, wie Corinne, sind aber nicht verwandt, die beiden. Die Sutters aus der Schweiz, sozusagen die deutschen Müllers. Und das ist die führende Nadia Fanchini. Hier beim Heimweltcup. Es gibt eine Präparierungspause und das ist euer Einsatz, Markus und Maria. Und wir sehen ein schönes Rennen bisher. Gute äußere Bedingungen und hatten schon eine Schrecksekunde bei Elena Cortoni. Das schauen wir uns doch mal an einer Stelle, wo sie böse verschnitten hat, Maria. Ja, also sie hat sich wirklich super reingehauen, aber hier sieht man über die kleine Welle, hat sie die kompakte Position aufgegeben, dann hat sie die Ski verschnitten, sie hat es eh toll gelöst, aber es kostet natürlich Zeit, nicht nur an der Stelle, sondern auch im Anschluss dann.
hier im Vergleich dazu Nadia Fanchini, die das Ganze super erwischt hat, kriegt die Welle gar nicht so ab, kann deswegen hier relativ eng am nächsten Tor bleiben und muss nicht da in dem tieferen Schnee wieder sich durchkämpfen auf die Linie zurück und ist deswegen in der Passage einfach deutlich schneller gewesen. Kurvenfahrerinnen sind im Vorteil, hat Bernd Schmelzer wunderbar analysiert. Heute kann möglicherweise Lindsay Vonn den Abfahrtsweltcup schon gewinnen. Ist das eine Strecke für Sie? Jede Strecke ist für die Lindsay. Also es gibt sicher auch welche, die ihr besser und schlechter liegen. Gewinnen kann sie überall. Und wenn sie so fährt, wie sie es drauf hat und keinen Fehler macht, dann führt der Sieg über sie, sage ich jetzt mal. Also wir freuen uns drauf. Die Besten stehen oben. Jetzt die Topgruppe 16 bis 22 sind die Startnummern, die Ihnen jetzt kommentiert werden von Bernd Schmelzer. Und da wird noch eifrig gerutscht auf der Strecke. Da wird noch viel gearbeitet. Also die Organisatoren haben wirklich alle Hände und Füße voll zu tun. Ja, auch da hat es wahnsinnig viel geschneit in dieser Region hier. Die Kollegen prüfen jetzt gerade bei mir in der Kabine. Deswegen habe ich ganz kurz mal gestockt, weil es hier komisch riecht offensichtlich. Ob der Heizlüfter noch in Ordnung ist, aber das müsste funktionieren. Also, machen wir weiter. Heizlüfter abgeschaltet. Akute Feuergefahr in der Kabine im Zielraum von La Tuile. Cornelia Hütter ist dran. Das ist die dritte des Abfahrtsweltcups. Sie hat bereits über 200 Punkte Rückstand auf Lindsay Vonn. Das Rennen heute inkludiert sind noch drei Abfahrten. Eine heute, eine morgen und eine beim Weltcup-Finale in St. Moritz. Ganz tolle Saison von Cornelia Hütter. Viele haben gesagt, Mensch, die ist jetzt reif auch mal für den Sieg. Und je besser sie wurde und je höher sie gelobt wurde nach dem wunderbaren Saisonbeginn mit den Rängen 2, 3, 4 und 3, umso mehr hat sie dann ein bisschen ausgelassen in der Folge. Eine, die immer sehr, sehr viel riskiert in den Rennen, das weiß man. Bei Cornelia Hütter noch mal herangekommen. Und nicht schlecht gefahren gestern im Training. Versucht das Ganze hier voll auf Zug zu nehmen. 800 Sekunden sieht gut aus für Hütter. Ja, ja, das ist genau das, was ich gesagt habe. Die riskiert. Schaut, sie alles in Position gefahren. Das ist die erste, die es da unten komplett in Position versucht hat. Die Cornelia Hütter. Ja, Wahnsinn, was sie da riskiert. Und es ist eine Hundertstel. Es ist eine Hundertstel Sekunde. 26 Zentimeter. Oh ja, die Cornelia Hütter. Hier zunächst noch der Akrobat schön und unten hat sie dann, wie hat es der Markus Rothmann vorhin so treffend zusammen mit Maria Höfel-Riesch formuliert, die Zähne ausgepackt. Und Fanchini sagt sich, das darf doch nicht wahr sein, eine Hundertstel Sekunde. Wo habe ich die nur verloren? Und sie wird, je länger sie drüber nachdenkt, sie auch nicht mehr finden. Die sind nicht zu finden. Diese Sekundenbruchteile. Jetzt kommt Larissa Jurkju. Jetzt geht es um den Abfahrtsweltcup. Jurkju muss vorlegen, wenn wir so wollen, und Vonn dann dagegen halten. Im Training kam sie nicht zurecht. Die Kanadierin. Sicht war nicht gut. Sie hat auch schon viele Verletzungen gehabt. Die Anfahrt war nicht ideal. Da ist sie weit, weit rausgekommen in den rausgerutschten Schnee. Jetzt muss sie einen riesen Weg fahren da. Viel, viel weiter als die Kolleginnen zuvor. Ich hoffe, sie hat zwar ganz schlecht zu sehen von der Kameraperspektive, jetzt nicht den Schwung zu sehr abgestochen da draußen im rausgerutschten Schnee. Schien noch so einigermaßen gut gegangen zu sein. Jawohl, so ist es bei Jurkju. Und wenn die Sicht und die Bodensicht vor allen Dingen schlecht ist, dann zieht sie manchmal ein bisschen zurück, sagt der Trainer. Tempo hat da völlig gefehlt. Schauen Sie, aber es ist ein Traumtag, wenn wir so wollen hier. Ganz, ganz tolle Verhältnisse.
Wetterprognose war ganz anders. Man fragt sich manchmal, was die Meteorologen im Normalberuf wirklich machen. Es war Schneefall vorausgesagt für heute und dann ist der Himmel strahlend blau. Noch ein Problem von Jokio. Das Knie schmerzt auch immer wieder und das ist natürlich schwierig bei solchen Verhältnissen, wo es so um die Kurven geht und wo es teilweise so schlägt. Fünfter Platz. Und was ist jetzt mit Lindsay Vonn, liebe Zuschauer? Was muss da passieren, dass sie den Abfahrtsweltcup gewinnt? Wir wollen noch mal ganz kurz reinhören, was sie dazu zu sagen hat. Ja, sicher, jede Woche ist wichtig. Aber ja, drei Speedrennen, zwei Abfahrten, das wird für mich eine große Chance. Ich werde alles geben und schauen wir. Tja, schauen wir mal. Es ist eine große Chance für Lindsay Vonn, natürlich im Abfahrtsweltcup. Und im Gesamtweltcup. Situation haben wir Ihnen vorhin erläutert. Lara Gut, die Schweizerin. Gesamtweltcup Zweite. Oh, das ist sie ganz anders gefahren. Was war das denn? Fast vorbei. Also das war die Direttissima. Die Linie hat es überhaupt noch nicht gegeben. Wie die Lara Gut jetzt gefahren ist. Hier sensationell da oben. Da ist man fast erschrocken, als sie hier direkt auf einen zukam. Hat sich wahnsinnig gefreut, hier ein bisschen angedriftet. Den Linksschwung. Vorsprung ausgebaut, 37 Hundertstel. Auch sie hat möglicherweise gepokert im Training. Ein bisschen was versucht, Hockposition, sie schwimmt da ein bisschen. Trotzdem Topspeed, knapp 100 km/h. Auch sie war der Meinung, es dürfte hier ruhig noch ein bisschen flotter zur Sache gehen. Ja, wunderschön, auf einmal gefahren. Sensationell, diese Kurve. Das war grandios gefahren. Das hat optisch perfekt ausgesehen. Sie hat das voll auf der Taillierung durchgezogen. Sensationell dieser langgezogene Rechtsschwung von Lara Gut. Keiner hat das besser erwischt bislang als die Schweizerin in dieser Passage. Das war super. Also eine glatte Eins. Unten raus hat sie tatsächlich das Messer ausgepackt. Eine glatte Eins, die schwierigste Passage unten von Lara Gut. Ich glaube nicht, wenn ich ehrlich bin, dass man das besser fahren kann in diesem Abschnitt da unten, als die Schweizerin das getan hat. Da müsste ich mich sehr täuschen. Aber in der einen oder anderen Kurve könnte natürlich noch ein bisschen was drin sein. Aber schauen Sie sich das an jetzt hier. 1,02 Sekunden. Gut vor Hütter. Eine hundertstel Sekunde dahinter Fanchini. Und jetzt kommt Victoria Ries. Rennen ist viel, viel besser als gedacht nach den Trainings. Muss man auch ehrlich sein. Wetter ist besser. Toller Sport, den die Athletinnen hier bieten. Gefällt mir sehr gut. So, was macht die da oben? Victoria Rebensburg. Ja, das war ähnlich wie gut. Bisschen mehr gerutscht vielleicht. Ganz kleine leichte Rutschphase noch gehabt danach am Schwungende. Aber ansonsten gut. Etwas weit, hat lange mit dem Schwung da gewartet, ehe sie umlegen konnte. Das sind die Abschnitte, in denen sie gestern sehr stark unterwegs war. Etwas enger gefahren. Gut, Sie erinnern sich dran, leicht angerutscht hier. Trotzdem die Schweizerin fast eine Sekunde vorn. Material war in Ordnung. Trotzdem ist sie hier 3 km/h langsamer als Lara Gut. Das ist viel. So, jetzt schauen Sie. Einmal, zweimal. Und jetzt kommt diese langgezogene Rechtskurve, die Lara Gut so fantastisch gefahren ist, wie keine andere hier. Auch Rebensburg verliert da fast eine halbe Sekunde. Das wird nichts mit einem absoluten Spitzenplatz für Victoria Rebensburg.
Auch sie hat sich gesteigert im Vergleich zum Training, aber wie in Garmisch, als sie Dritte wurde, aufs Podest wird sie, das ist ja jetzt schon klar, heute nicht fahren können. Jürgiu auf 7. Wir schauen noch mal auf den Abfahrtsweltcup, während wir hier Viktoria Rebensburg sehen. Das war eine ordentliche Fahrt von ihr. Aber für einen Spitzenplatz heute war das zu wenig. Gut, Hütter, Fanchini, das sind die ersten drei. Dann Ross dahinter und Elena Cortoni. Für mich die größte Überraschung bislang auf 4. Tina Weirater. Danach Fabian Sutter und den Silber. Ganz anders als gut. Das war hier wunderschön zu sehen. Ganz leicht geschlagen. Wie gesagt, es wird sicherlich die eine oder andere Kurve geben, in der noch ein paar Sekundenbruchteile drin sind. Das Rennen wird unten entschieden. Hinten ist, wie so häufig, die Ente fett. Schlägt extrem. Achtzehntel. Da muss man sich trauen. Und da ist es Lichtschatten. Es ist teilweise dunkel, da siehst du die Schläge nicht. Und das ist schwierig, gerade für die Läuferinnen, die ja schon so häufig Knieprobleme gehabt haben. Tina Weirater zählt ja da dazu, sich dann da so zu überwinden. Keine Gefahr. Podium 1:36:60 müsste sie schaffen. Das schafft sie nicht. Das ist der fünfte Platz. Gut, Hütter, Fanchini. Da haben wir Lara Gut. Die hat hier vorgelegt. Die hat sich so gefreut auf diese Abfahrten, weil sie weiß, das ist Neuland für mich. Hier kann ich meine technischen Qualitäten, die ich ja mitbringe als extra Klasse Riesenslalomfahrerin, ausspielen. Und das hat sie getan heute. In wirklich bemerkenswerter Manier. Schöne Vorlage. Für Bonn. Die hat im Training gestern Probleme gehabt. Aber wer weiß, vielleicht hat auch sie nur gepokert, hat was probiert am Ski, am Schuh. Schau mal, was passiert, wenn es ums Ganze geht. Fabian Sutter. Wir sollen mal kurz unterbrechen müssen wegen einer Verletzungsproblematik. Kleine Pause eingelegt, kam stärker zurück. Das war nix. Einfahrt in den Steilhang, oben schnell. Das war sie gestern auch schon im Training. Ganz unscheinbare. Schauen Sie hier. Einmal auf zweimal jetzt versucht. Gleiterin in etwa von der Geschwindigkeit in etwa im Bereich von Lara Gut. Wenn sie unter einer Sekunde bleibt, ist sie auf alle Fälle zweit. Ja, da hat sie mehr in die Linie investiert, einen etwas weiteren Schwungansatz gewählt. Etwas mehr Platz gelassen, auch hier. Podest wird nicht zu erreichen sein von ihr. Nein, vierter Platz. Knapp daneben ist auch vorbei. Trotzdem gute Leistung von Fabian Sutter. Zweiter von Garmisch. Zweiter von Val d'Isère. Zweiter von Lake Louise. In diesem Winter. Eine haben wir noch. Also eine aus der Topgruppe. Da ist viel Zeit liegen geblieben. Und das ist Lindsay Vonn. Das ist typisch. Immer so ein bisschen nervös, am Stock nestelnd, würde ich fast sagen. Ja, Lindsay Vonn.
die führende im Gesamtwettcup und im Abfahrtswettcup natürlich auch. Jörg-Jo, ich schau noch mal, ist neunte. So, was macht die da oben? Ein bisschen anders als gut, auch als Rebensburg, hat runder ausgesehen von Lindsay Vonn. Tempo passt. Da hat es einen Schlag gegeben. Da muss ich aufpassen, dann wäre sie fast über den Innenski gefallen. Im Steilen. Ausfahrt. Sehr weit aus dem Ski. Der Lob, das ist typisch für sie. Ich hab's mir doch gedacht. Das hat oben schon angefangen. Und dann schlägt der Ski. Er schlägt einmal, er schlägt zweimal, dreimal. Sie kann es nicht mehr korrigieren. Es ist der Lindsay Vonn Klassiker. Das muss man einfach mal so sagen. Maria unten nickt wahrscheinlich jetzt zustimmend, weil den Fehler, den sieht man so häufig bei ihr. Schauen Sie, einmal geschlagen, Außenski der Luft. Jetzt versucht sie zu zaubern, den Schwung über den Innenski zu fahren. Der Außenski, was der macht, der schlägt einmal, zweimal, dreimal, viermal und dann ist es weg. Das ist ja wie in der Waschmaschine. Der wird richtig geschleudert, der Ski. Dann hält er natürlich nicht, das ist ja klar. Und jetzt ist sie führende im Gesamtweltcup. Macht 100 Punkte, ist 18 Punkte vor Vonn. Lindsay Vonn. Entscheidung vertagt. Es gibt eine Präparierungspause. Wir müssen alle ganz kurz durchatmen. Gut führt. Hütter zweite, Fanchini dritte, Viktoria Rebensburg ist achte. Das ist grundsolide. Und hier steht sie unten zum Interview bereit. Bitte schön. Und wir begrüßen Sie in unserer Mitte. Wird erst noch alles angezogen, was anzuziehen ist. Ja, Viktoria, erzählen Sie selbst. War heute nicht ganz das, was Sie sich vorgestellt haben, glaube ich. Nein, nicht wirklich. Es ist oben schon losgegangen. Nach der ersten oder den ersten Steilhang rein sind wir schon ein bisschen versetzt und dann war ich zu spitz aufs Tor. Ja, hat halt irgendwie gar nichts zusammenpasst. Irgendwie vom Skifahren, vom Materialabstand, irgendwie alles war halt eher daneben. Ja, wobei Top 10 ist es im Moment gerade, aber das ist, glaube ich, nicht ganz Ihr Anspruch im Moment, gell? Na, natürlich. Bin ganz gut drauf und bin auch ganz gut gefahren im Training. Aber hier ist es echt nicht so leicht, die richtige Abstimmung zu finden, weil es ist halt sehr langsame Kurven, wo es ziemlich ums Eck geht und mit dem habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Aber jetzt haben wir eben gerade auch gesehen bei Lindsay Vonn, damit haben ja mehrere auch Schwierigkeiten heute bei diesem Rennen. Ja, es ist eine sehr selektive Strecke mit schwierigen Kurven und wie der Bernd vorher gerade schon gesagt hat, dieser Fehler passiert ihr relativ oft, nur meistens bleibt es ohne Auswirkung. Aber das war einfach eine extreme Kurve, wo auch schon vorher einige Mädels Probleme gehabt haben. Da ist es unruhig, da muss man richtig den Schwung zumachen und sie ist mit dem Oberkörper, man sieht sie einfach viel zu weit innen, der Außenski schlägt, sie verliert dann den Außenski da durchaus auch. Und wie gesagt, das ist ja auch ein paar Mal schon passiert. In Abfahrt und Super-G schafft sie es meistens, das dann noch auszubalancieren und sich auf den Beinen zu halten. Und dann ist das auch schnell. Aber heute leider nicht. Ja, Viktoria ist jetzt gerade zum ersten Mal. Ja. Sah gar nicht mal so gut aus, ne? Na, es war schon ziemlich am Limit. Aber ja, das ist der Lindsay-Fahrstil, wie es die Maria schon gesagt hat. Sie fährt viel über Lage. Und ja, in der Kurve da ist es schon wichtig, dass man den Schwung zufährt, damit man wirklich den Speed in das Flachstück mitnehmen kann. Und ja, ich glaube, da hat sich alles probiert und riskiert. Die gute Nachricht, das ist das erste von drei Rennen hier. Zwei Chancen gibt es noch. Vielen Dank, ja, Viktoria Rebensburg. So, es geht weiter. Miriam Puchner steht oben. Knapp 50 Starterinnen ja insgesamt hier bei der Weltcup-Premiere der Damen auf dieser Abfahrtstrecke in La Tuile. Miriam Puchner, die Salzburgerin. Die geht das schon mal deutlich entspannter an, als die wir da zuvor gesehen haben, zum Teil zumindest mal. Aber auch das ist natürlich klar. Da oben ist es jetzt wieder dunkler geworden. Sonneneinstrahlung bei weitem nicht mehr so, wie das schon mal war. Oh, die macht das ordentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist schon okay, wie sie hier fährt.
Da ist die Saison über mit respektablen Resultaten unterwegs. Einmal zweimal in den Top 10 gewesen, zweimal Top 15. Aber das ist jetzt im unteren Teil dann doch zu schwer für sie. Beste Österreicherin einmal mehr Cornelia Hütter. Die ist jetzt zweite im Abfahrtsweltcup. Entscheidung, ich hatte es gesagt vorhin, vertagt. Abfahrtsweltcup won vorne, da haben wir sie. Won von vorn. Und da ist das ganze Management übrigens hier. Es hat ja sehr schöne, sehr ästhetische Fotos von ihr jetzt auch gegeben, die auf den Markt gekommen sind in den vergangenen Tagen. Da war das Interesse der Kolleginnen und Kollegen hier bei den Interviews natürlich riesengroß. Das nochmal alles nachzufragen, wo das war, wann das war und wie das alles zustande gekommen ist. Also die Fotos super und das Rennen heute gar nichts. Slowenin Ilka Stuhec. Nochmal auf den Abfahrtsweltcup zurückzukommen. 126 Punkte sind es. Yvonne führend ist, in Führung liegend also auf Cornelia Hütter. Abstände riesengroß. 1,02 Sekunden. Gut vor Hütter und eine Hundertstel Nadia Fanchini. Also ich mag mir gar nicht ausdenken, was jetzt hier passiert, wenn da vorne noch eine reinfährt und Nadia Fanchini um eine Hundertstel Sekunde das Podest verpasst. Das ist dann wirklich extrem frustrierend. Und Nadia Fanchini ist ja eine, die schon viele Rückschläge in ihrer Karriere miterlebt hat. Da freut man sich natürlich für so eine Läuferin ganz besonders, wenn es dann mal klappt. Und wenn es auch nur um Haaresbreite ist, dass sie noch auf dem Podest steht oben. Und das soll dann auch so bleiben. Ja, mit viel erklärt da unten natürlich. Simon, Betreuer, alle sind da. Tippler unterwegs. Ganz gute junge Truppe, die die Österreicherinnen da zusammen haben mittlerweile. Ach, sehr stark, super G fahren. Tippler, da war sie schon zweite zu Saisonbeginn. Müssen wir drauf schauen hier. Viele Kurven, ihr Ding. Clever. Clever gefahren. Da nicht zu viel riskiert. Weiß das ganz genau einzuschätzen. Ja, 1,5. Top 10 Ergebnis auf jeden Fall im Bereich von Viktoria Rebensburg. 1,93 Sekunden ist die zurück da unten. Das ist ihr jetzt nicht so hundertprozentig gelungen. Ja, und dann wird schwer. Und dann ist es nichts mehr. Aber mit 2 Sekunden Rückstand heute noch unter die Top 10 zu kommen, das ist schon außergewöhnlich. Das Resultat ist gut, der Zeitrückstand ist riesengroß. Sie ist genau vor unserer Kabine. Schauen Sie das im Hintergrund. Das sind unsere Kommentatorenkabinen. Hinter dieser Bande, man schaut kaum drüber hinaus.
Aber es ist zumindest mal ziemlich sicher. Wir können keine direkt reinfahren hier. Letzte Läuferin unserer Übertragung, Johanna Schnarf, eine Italienerin, Südtirolerin. Und die hat sich hier einiges vorgenommen. Die hat sich gut präsentiert in diesen beiden Trainingsfahrten, die Johanna Schnarf. Schon viele, viele Jahre dabei. Warum denn nicht? Bisschen wechselhaft, da schlägt wieder extrem an der Kurve, in der Bonn vorhin ausgeschieden ist. Immer noch dabei. Immer noch dabei, unter einer Sekunde. Sie wissen es, 1,03 Sekunden. Das ist die Zeit, um hier aufs Podest zu kommen. Tempo ist auch zu gering, würde ich mal sagen. Ja. Auch hier auf der Kante gestanden. Es hat extrem aufgestaubt, ehe sie dann wieder in Position kam. Also das hat natürlich Lara gut, ich wiederhole mich da gerne, so gefahren, wie man es fahren muss und nicht besser fahren kann. Schnarf hat mit dem Ausgang des Rennens nichts mehr zu tun. Schade bis zur zweiten Zwischenzeit. Aber immerhin der 11. Platz. Vom Resultat her ist sie zufrieden. Lindsay Vonn, morgen wird sie einen neuen Anlauf nehmen. Morgen auf gleicher Strecke wird sie versuchen, es besser zu machen. Heute Lara Gut, eine Klasse für sich. Sie ist die neue Führende in der Weltcup-Gesamtwertung. Momentan, das ist wie gesagt der Zwischenstand. Wir müssen uns jetzt hier verabschieden, liebe Zuschauer. Gleich kommt die Tagesschau. Aber zuvor natürlich noch Markus Othmann und Maria Frisch. Bitte schön. Und da sehen wir Lara Gut. Ist es so ein kleiner Wermutstropfen, dass sie nicht gegen Lindsay Vonn gewonnen hat, weil sie rausgeflogen ist? Ja, das kann schon sein, ein kleines bisschen. Es wäre sicher nicht so einfach geworden heute. Aber wir haben ja morgen noch eine Abfahrt. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Also Lara Gut, die neue Führende im Gesamtweltcup. 13 Punkte jetzt vor Lindsay Vonn. Und wir schauen uns mal eine Stelle noch mal an. Das hat sich fast ein bisschen angefühlt, als hätte sie sich da verfahren. Maria, was passiert da? Ja, das ist da diese Querfahrt. Und jetzt sehen wir dann gleich, wie das Bild umschaltet. Und wir sehen dann aus der Einstellung das nächste Tor. Die Lara sieht sehr, sehr spät erst und muss dann halt reagieren und hat das eh super gemacht, dadurch, dass sie wirklich hier, man sieht, die Ski voll auf Zug hält. Es staubt zwar ein bisschen auf, aber sie hat da, glaube ich, nicht so viel Schwung und Zeit verloren. Das hat sie wirklich toll gelöst. Und hier erklärt sie es nochmal in der Leaderbox stehend, hat ein fantastisches Rennen heute hingelegt. Für Viktoria Rebensburg wird es am Ende ein Top-10-Ergebnis wohl werden. Sie steht momentan auf Rang 8. Eigentlich erstaunlich, so wie sie sich auch geäußert hat, dass sie mit dieser Fahrt so weit vorne ist. Ja, da muss man dann das Positive draus sehen. Ich meine, sie hat tolle Wochen hinter sich mit wirklich super konstanten Leistungen und jetzt war es halt heute mal nicht ganz so top, aber eben, sie sagt selber, es hat irgendwie nichts zusammengepasst und dann immer noch Top 10, das ist ja nicht so schlecht. Morgen freuen wir uns auf die nächste Abfahrt mit Lindsay Vonn. Fünfmal gewonnen, zweimal rausgeflogen. Die wird mit Sicherheit mit einem ganz dicken Hals in das Rennen gehen, kann ich mir vorstellen. Ja, die möchten natürlich morgen die Revanche, ist klar. Also, wir freuen uns drauf. Vielen Dank, Maria Höfel-Riesch. Danke auch. Es wird ein langer Wintersporttag heute im Ersten. Morgen sind wir wieder hier. Ab 9.05 Uhr die ARD Sportschau live. 10.40 Uhr melden wir uns hier aus dem Aostatal. Und jetzt geht es gleich weiter mit der Tagesschau aus Hamburg.